Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Cops vs. Racer in der Broadway Edition steht an. Und mit dabei heute haben wir Andy, Acid Burn, Pluto Kaskade, Crapper, Maxi, Nice Viper, Schwashi, 00 Nix, Falk, Snacks und Supply. Grüßt euch! Hallo. Servus. Hallo. Hallo. Ja, und heute haben wir so ein bisschen die deutsch-britische Connection, haben wir gerade festgestellt, zumindest mal in der ersten Runde. Mal gucken, ob sich das dann gleich in der zweiten Runde ändert. Denn sowohl auf seitens der Cops als auch auf seitens der Racer nur Fabrikate aus Deutschland oder Großbritannien. Wir gehen es ganz kurz mal durch bei den Racern. Da haben wir einmal einen BMW M5 am Start, ein Lotus Exige, einen neueren Aston Martin Vantage sowie den Aston Martin Vantage V12 S und ja, wenn wir so ein schönes S am Ende haben, auch noch den Mercedes-AMG S, den wir ja nicht mehr in Horizon 5 erleben dürfen, zumindest mal nicht ab Release. Vielleicht kommt der nochmal nachträglich rein, ich glaub's aber eher leider nicht, weil ich finde das eigentlich ein cooles Fahrzeug. Es muss nicht immer der krasse sein. Also der GTR finde ich zwar auch cool, dass er drin ist, er soll auch weiterhin drin bleiben, soll auch noch gern Black Series dazukommen, aber auch so quasi die Basis, ja, ich weiß es nicht, die Basis, gibt auch noch den Non-S, aber ihr wisst, wie ich es meine. Fände ich schon cool, wenn er weiterhin drin ist oder allgemein, wenn solche Fahrzeuge weiterhin drin sind. Aber um das soll es nicht gehen. Es geht jetzt darum, diese 5 Racer festzunehmen bzw. aus Sicht der Racer zu entkommen. Wir spielen wieder ganz normale Regeln, 20 Minuten plus gegebenenfalls 5 Minuten Overtime. Und ich würde sagen, lang genug geschnackt, wir legen los mit der ersten Runde. Boah, guck mal, wie die losfahren. Das ist ja richtig nice, ne? Hast du gesehen? So, siehst du so eine... So ein Pfeil, ne, nicht wie ein Pfeil, so von links nach rechts, so nacheinander, richtig stark. Naja, gut. Ja, wie ihr seht, ich bin auf Kopfseite, Andys Stimme hat man auch schon gehört und Andy ist sogar Präsident, deswegen darf er jetzt mal die Truppe einteilen. Inspiriert von den Racern würde ich sagen, wir fahren in einer 7er Kolonne einfach den Dragstrip hoch und runter. Nein, ich hätte gerne einen Cop, der das Ampelzeitgebiet abhandelt, auch gerne mit der Taxistraße. Eine an der Serpentinstraße, gerne auch bis zum Fluss rüber. Jo. Einen gerne in Broadway, der auch mal Koalala vielleicht mal reinspitzelt. Einen im Festivalareal, gerne auf Festivalstraße runter mal fährt. Einen im Südwesten, einfach Goliath ab und zu mal ein bisschen hoch runter. Es geht los in 2, 1, go. Einen am Fluss, Flussstraße hoch runter, auch mal vielleicht in den Offroad-Gebiet links davon rein. Gut, das dann mache ich Fluss und der andere. Noch einer sein. Achso. Ja, okay, dann mache ich Südwesten. Ja, und ich habe keine Mission. Ich bleib hier. Ne, ich fahre einfach ab und zu mal so ein bisschen durch die Gegend. Einfach, genau, eben. Resident macht einfach, was er will. Ich bin dafür, wir sprechen heute auch mal so wirklich nach Kopffunk. Damit auch gar nichts zustande kommt. Ich war erstmal Offroad fair. Ich war hier am Präsident. Wie lautet der Kopf? Abgelehnt. Ja, die haben jetzt nur eine Mittelmotor, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Den Lotus Exige auf jeden Fall, ja. Ja, schon. Also halt Heckmittelmotor, ja. Ja. Soll ja ganz präzise sein mit dieser Aussage. Ja. Er hat Heckantrieb. Okay, das ist leider kein Racer von uns. Er fährt einfach mal so ein Musielago hier durch, aber der war es nicht. Wenn was auf euch zufährt, einfach draufhauen. Im Zweifel, dass es kommt, dann könnt ihr euch beide reparieren, dann ist wurscht. Aber im Best-Case-Szenario habt ihr einen Racer gefunden. Ja, und da halt die Ehe hauptsächlich jetzt Frontmotor haben, tut's dem auch richtig Aua. In der letzten Broadway-Ausgabe hatten wir zu der Zeit schon 3 gefunden, gefühlt. Jetzt verstecken sie sich. In der letzten Broadway-Ausgabe haben die Racers sich auch in unserem Team gegenseitig kaputt gemacht und die haben nur einer Flussstraße Richtung kleines Dorf. Ungefähr zwischen, auch ungefähr auf der Mitte zwischen den beiden Brücken. Okay. Einfach weiter ansagen. Ja, hier kann man entgegenstehen. Beste Richtung? Richtung kleines Dorf. Das ist noch nördlich von Broadway quasi. Ja, ich weiß schon.
Kann man Richtung Baustelle. Der wird wahrscheinlich ja schon durch sein, oder? Wahrscheinlich schon, der war recht schnell unterwegs. Ich fahr mal vielleicht über die Straße runter. Hier kam jetzt nichts entgegen. Ja, okay. Da hin BMW am Baum, Klippenstraße, nicht Klippenstraße, Quatsch, hier. Serpentinstraße Richtung Westen. Okay, aber ist aus dem Serpentin schon raus quasi. Nee, also Richtung den Serpentin. Ich hab den SLS okay. Jetzt gerade am Festival bei. Was hast du? Fronttreffer gegen den AMG. Okay, am BMW bleibe ich dran, ihr haut euch auf den AMG. Könnt ihr dem mir noch einmal entgegenkommen, danach reparieren? Beim Goliath Start schon? Oder wo genau? Also relativ in der schon? Mitte, jetzt bei der Blitzerzone. Okay, bei den schnellen Kurven da am Süden dann quasi. Ja. Okay, ja. Richtung Ambleside. Der fährt so 180 ungefähr. Ja, okay. Ja, Richtung Ambleside, denke ich mal. Wenn ja, da komme ich den übergegen, ja, das besser jetzt. Ja, also nur nochmal, wie gesagt, ihr haut euch alle auf den AMG jetzt drauf. Egal, wenn euch ein anderer Racer entgegenkommt, einfach drauf da. Oh Mann, kannst du die Höhe sagen? Bitte weiter Durchsagen machen. Ja, der AMG ist jetzt auf der Taxistraße. Da komme ich gleich entgegen. Nee, ich komme jetzt entgegen, komm jetzt entgegen, hab ihn erwischt. Perfekt. Liegt im Graben. Ignoriert den BMW, weiterfahren, die Cops, die hier gerade sind. Den BMW ignorieren. Mercedes hat aufgegeben. Der ist raus, Mercedes ist raus. Okay, dann jetzt zum BMW. BMW fährt gerade nach Ambleside rein durch die Blitzerzone von der Serpentin-Seite aus. So, ich bin in Ambleside. Ist jetzt gleich in Ambleside drinnen, jetzt in Ambleside mitten drinnen. Biegt auf die Querstraße ab, die zum Haus führt. Der hat auch schon frontal, wie gesagt, hat sich vom Baum gepflanzt. Also da ja, müssen wir nicht so krass draufhauen. Ja, weiter ins Dorf rein. Ist weiterhin in Ambleside, fährt den Bogen südlich von der Blitzerzone. Biegt Richtung Seestraße ab zur westlichen. Das ist aber irgendwie nicht so ganz korrekt. Bin ich nicht so dran. Ja, da war auch gesehen. Wir waren da einfach alles schon mal. Ja. Links gehen wir. Genau. Ja, zu spät realisiert. Jetzt gerade da vorne gegen die Wand. Okay. Wow! Okay. Oh Mann. Der weiß er hat, ne? Er fährt links ab, wieder raus aus seinem Bezirk. Da komme ich ihm entgegen. Ja, ich muss so schnell. Ja, von dran, weg. Wow. Ja, wow, der andere hilft ihm halt auch noch. Ja, den haben wir. Nice. Ja, sehr gut. Oh Mann. Zwei auf einen Schlag, das ist gut. Ja. Zwei auf einen Streich, da mache ich mir einen Gürtel. Ich hab von der Verfolgung keiner kennt gehört. Die Geschichte, schade. Ich dachte, ich habe gerade was gehört, aber war leider nur der Präsident. Hab mir SLS gefunden. Ja. Ja, hey, SLS hat immerhin, naja, indirekt den Nachfolger, den indirekten. Nee, am GGT war ich nicht dran. Ja, ich sag ja, erstmal nur doppelt indirekt. Du warst nicht dran, aber halt so von das Team, ne, und so. Ja. Ist auch egal. Ich hatte auch einer von euch Broadway gerade? Nee. Okay, dann ist das doch. Hä? Oh nee, da fährt ein anderer mit dem Cop-Insignia durch die Gegend. Der ist mir auch schon entgegenkommen. Hat der das gleiche ist dein Martin Koala Straße Richtung Süden. Der V12 also Richtung Vantage. Goliath dann quasi. Ja. Ich bin jetzt gleich für Schotterparkplatz. Bin ich demnächst. Ja, das ist schön. Wir sind jetzt gleich an Goliath. Er fährt Goliath richtige Richtung. Nein, warum fährt er nicht zu Broadway? Da kommt ja egal, ich hol auf. Gut, dann komme ich entgegen. Ich auch. Unbenannte jetzt vorbei.
Also Eingang unbenannte. Hat viel zu viel Power. Also wenn der Frontaltreffer sitzt, dann klatscht das richtig. Ja, der besteht ja nur aus Frontmotor eigentlich. Nur so leicht gestreift. Oh, nee! So, jetzt am Café. Café vorbei. Weiter Goliath. Also von, ich bin in der Blitzerzone. Das heißt, er wird Ambicide rauskommen, auf jeden Fall. Ja, er ist Offroad vorbeigefahren, er wird auf jeden Fall Ambicide rauskommen. Ich außer bin in der Blitzerzone in der Mitte. Wenn der Passant sich schon vor meinen Augen schmeißt. Blitzerzone. Ich komme jetzt entgegen. Ah, fuck. Ja, doch, Warntreffer. Da ist bei mir geghostet, deswegen. Sagt, wenn er wirklich Ambicide ist, bitte. Ja, wir sind gleich aus der Blitzerzone raus in den Esses. Also jetzt kann ich auch locker dranbleiben, der hat einen eingeschränkt und kriegt jetzt raus aus der Blitzerzone. Ich komme entgegen. Fahren jetzt um die Rechtskurve rum, also sind jetzt auf der geraden Richtung Goliath Start. Ja, ich warte Ambicide Eingang vor der ersten. Jetzt Höhe Goliath Start. Ich hab Ne, jetzt Höhe Goliath Start, Entschuldigung. Ja, ich sehe euch, ja. Jetzt am Dörflein Eingang. Nice, schönes Ding. Oh, da habe ich nicht so schnell reagiert, sonst hätten wir gehabt. Ja, ist egal. Der ist halt trotzdem gesessen. Oh, ja. Die hat's auch gesessen. Er fährt jetzt weiter Taxi. Taxi. Links oder rechts? Taxistraße. Weiter nach Norden. Okay. Aber wir kommen nicht mal dran. Das ist immer noch Taxistraße, Mitte Taxistraße. Wow. Ja, Taxi. Jetzt Höhe Taxi. Ist bei Taxi. Davor, abbremst. Na, schade. Fährt weiter Richtung Serpentin. Dreieckskreuzung, also noch vor Serpentin. Fährt Festival. Aber ich glaube, es sind eh alle dran, ne? Ja, es sind alle dran. Sehr gut. Ja, ist raus, oder? Ja, war nicht. Nee. Oh, ich hab halt so viel Schaden. Ja, dann reparier dich. Wir sind noch hier direkt an Ambicide, sind genug dran. Jetzt auch. Er fährt nicht, hat natürlich. Er fährt wieder nach Ambicide zurück, auch in die Richtung. Sagt, wenn er ob er rein oder raus fährt. Ja. Also jetzt erstmal Richtung Taxistraße. Bremsen ab. Wenn die hinten dran. Nein. So langsam. Ja, aber doch, wir können hinten dran. 21, 22, 23, 24, raus. So bin ich eigentlich bei den Festnahmen irgendwie nicht so richtig. Egal. Ich glaube, heute ist Todeszone Ambicide, habe ich so ein Gefühl. Ja, aber mein Treffer war ganz gut. Einfach schön gewartet und wir haben Halbzeit. Dann in die Seite gehauen, ja. Ja, gut, aber wir haben noch einen kleinen ekligen Lotus und. Jemand muss für mich Broadway gerade machen, wenn sich da jemand hingeportet hat, weil ich konnte mich ja jetzt nicht porten, weil ich ja nicht dran war. Broadway mache ich dann, bis du da bist. Die anderen können ja dann auf Position zurück. Ich komme nicht komm ich aus meiner Zone raus, aber volle Action. So, wir haben jetzt noch den Lotus und den Vantage, neueren Vantage. Genau, ja, okay. Was fährt da gerade Ambicide raus? Weil das ein Polizist? Ja, ich. Ja, das könnte ein Cop sein. Aber wir sind jetzt gerade. Ja, ich glaube, die Rates sind erst nicht in der Zeit. Ja, das könnte ein Cop sein. Oh nein. Habe ich da gerade eine Sirene gehört oder bilde ich mir Sachen ein? Ich glaube, ich bilde mir Sachen ein. Was hilft ein Passant? Passant mit einer Sirene. Man kennt sie. Ich geh mal die Festival Straße runter, das sind Glocken. Mal schauen, was da rauskommt. Ich streife ein bisschen rum, bis du da bist. Ja, ist gut. Guck halt auch immer ein bisschen in die Kreuzung rein. Das ist gerade was. Ja, den Vantage gerade habe ich auch nur gefunden, weil ich nach hinten geguckt habe. Der war gerade am Umdrehen. Naja, eben, das ist. Ich meine, wie oft habe ich schon als Racer vor mir einen Kopf gehabt und bin dann umgedreht? Oder habe ganz langsam hinterhergeschlichen auf weiter Distanz oder so, weil. In den meisten Fällen guckst du halt nicht nach hinten.
Dann finden wir jetzt Broadway drin. Dann fahre ich Richtung Mühle raus. Nach hinten gucken. Feste Richtung Broadway und nichts gerade. Denkt dran, dass sie sich auch auf den Shorter-Gebieten aufhalten können. Aber da dürfen sie halt nicht allzu lange drüber fahren. Deswegen halt Hauptkreuzung oder so halt abchecken. Gerade halt Fluss könnte ich mir vorstellen, Serpentin da oben, das ist immer gern befahren. Ja, für mich. Ich Flussstraße. Kingfisher Cottage genau, für Anfahren reparieren. Ja, das war andere Lambos. Nee, Kingfisher Cottage ist. Ist außerhalb, okay. Ja, zählt nicht. Ne, jetzt verfolgt mich ein Lambo, Hilfe. Andi, wo fährst du lang? Ich fahre jetzt zu dem Schottergebiet, zu dem ersten Schotterrundkurs südwestlich vom Festival. Okay. Ich bin Exit auf Flussstraße, Fluss Richtung Süden. Okay. Ja. Ich komme auf den Schotter rein. Die nördliche Brücke vorbei. Also soll ich einen Gegenstellen oder hinter einer Ecke eine Straßensperre machen? Was meinst du? Gegenstellen, also das gleich in seine Richtung fast, Richtung Süden. Sagt man bitte, ob er offroad fährt? Nein, er ist nicht offroad gefahren. Ja, er ist offen. Nee, nicht drauf. Ganz, aber. Ja, ich bin. Ich bin gleich im Baustein. Ja, also da vorne ist er. Ja, er fährt gerade weiter. Oh ja, also er kommt im Dorf außer. Nein! Er fährt Baustein 3. Boah, jetzt ist das so außen, okay. Stellendreieck Richtung Hauptstraßen. Also zur Brücke quasi. Ja. Jetzt kurz vor Brücke. Jetzt an Brücke. Brücke Hauptstraße Richtung Norden. Der hat, ja, Traktionsprobleme. er fährt Kirche, eine Kirchenstraße südlich Richtung Norden. Fahrt Kirchenstraße durch. Weiter Richtung Norden. Sorry. Hallo. Was bedeutet ja, der Norden Richtung Goliath? In den Schotter, da in den Schotter. Ne? Also er fährt Schotter Richtung Whitehorse quasi, wie das ungefähr geht. Ja, gestrichelte. Ja, okay, da stehe ich quer. Jetzt gleich. Also diese gestrichelte Scheiße. Ja, ich weiß nicht, ob er ist durchgefahren, ich weiß nicht, ob ich hab's auch nicht gesehen. Ja, ist hier auf jeden Fall. Ist jetzt gleich Koala da unten. Alter. Genau das gleiche passiert, beide Grip verloren. Sehr gut. Jetzt an der Whitehorse-Kreuzung, gerade durch. Warte, ich fahr links, die läuft hier vorbei. Ja, ist gut. Ich bin's langsam. Also ich fahr in Richtung deines Dorf. Ja. Jetzt kleines Dorf. Ich hau mal drauf. Sehr gut. Bin dran. Fährt nach Norden, Fluss. Versuche ein bisschen auszubremsen. Es wäre gut, ich komme über den Norfort weg. Vielleicht schaffe ich es in die Seite reinzuklatschen. Wir sind noch vor der Brücke. Pass aber auf. Aber wir sind gleich dran vorbei in dem Offroad-Weg. Er bremst ab. Er fährt den Offroad-Weg. Ich komme jetzt entgegen. Ich sehe. Auf, dass du uns nicht triffst. Sehr gut. Ich versuche ihn weiterhin auszubremsen. Wo ist er? Rechts. Ja, rechts draußen. Rechts draußen, ja. Versuch mal vor ihn zu kommen. Ja, ich komme. Da ist er Sengo. Wir sind jetzt gleich in der Driftzone, die da ist. Also es geht Richtung Festivalstraße, von Fluss aus. Wir sind immer noch in der Driftzone. Und jetzt an der Dirt-Kreuzung, er fährt aber weiter Richtung Festivalstraße. Ich komme vom Festival. Ich auch. Ja, er fährt jetzt raus, er fährt Richtung Festival, Vorsicht, nicht uns. Er biegt ab. Ja. Egal. Er biegt wieder dran. Oh, fuck, ich wollte ihn nur gestriffen hinten. Er fährt wieder rein in die Straße. Er fährt Richtung Whitehorse. Der Straße Richtung Whitehorse runter. Ich repariere mich mal kurz Broadway. Sagt bitte weiter an, wohin. Ja, ist gerade noch vor der Kreuzung. Er fährt links Richtung kleines Dorf. Schon wieder. Ansage. Achtung, ich überhole rechts. An der Kreuzung, die einer, die am nächsten dran ist, einfach hinten drauf schießen. Kannst du Audi machen? Er fährt rechts ab Richtung Baustellendreieck. Okay, wenn er halt so abkürzt, dann wird das nichts.
Welche Höhe ist er? Ist er schon dann direkt im Quartier? Also jetzt Baustellendreieck gleich. Jetzt Baustellendreieck. Jetzt Baustellendreieck fährt direkt Richtung Haus. Die Straße nördlich vom Haus. Audi, kannst du deinen Wagen unter Kontrolle halten, ohne mich wegzuschieben? Ja, tut mir leid. Au. Ich hab wieder Speed. Er fährt rechts Richtung Whitehorse. Ich bin halt leider genau hinten dran, ey. Da oben? Er fährt geradeaus durch Richtung Festival. Wir müssen auf jeden Fall Treffer jetzt vorne, hinten setzen, weil ich glaube, vorne ist er eh schon komplett tot. Audi vorne ansetzen. Er fährt weiter Richtung Festival. Ja, der fährt immer weiter. Wir sind jetzt am Blitzen. Jetzt sind wir falsch. Er fährt links auf der richtigen Spur. Ja. Sieht, fährt nicht ins Festival rein. Du! Boah! Das ist ein Bildrani. Ich glaube, er ist tot. Ich hab ihn. Drei. Ja, er ist raus. Er ist tot. Ja. Junge, ich hab ihn. Ja, also ich glaube, ich bleib jetzt von den Verfolgungen fern, weil ihr nehmt die immer fest, wenn ich nicht da bin. Das ist sehr gut. Eine Minute 20 noch. Ja, einfach zu verteilen in die Gebiete. Bis zur Overtime, oder? Ja, Overtime gibt's nur, wenn wir dran sind, halt, ja. Ja. Deswegen müssen wir ihn jetzt finden. Wie lange haben wir noch? Eine Minute. Oh, warte mal, ich bin auf die Straße verletzt. Nein! Ah. Sorry. Genau in die falsche Richtung ausgewiesen. Und ich bin auf der falschen Stuttgart. Jetzt nicht. Wenn er schlau spielt, finden wir ihn nicht, aber. Ja, ist Glückssache ab jetzt. Ja, ja. Ich teste sowieso. Aber 4 Stück ist trotzdem sehr stark. Ja, vor allem die Verfolgungen, die wir hatten, gingen echt schnell durch und sauber. Ja. Vorbei. Ja, ist vorbei. Der AMG am Anfang war mit 2 Treffern raus. Ja, wo er ist, einfach rein aus Interesse. Ja, gut. Schottergebiet ist besser vom Festival, Ware. Ja, da guckst du halt eh nicht nach dem Schotter direkt. Hätte ich aber auch gemacht, ich wäre auch ins Schotter nochmal gefahren am Ende. Ah ja, gut. Alles klar. Dann 4 von 5. Starke Bilanz. Mal gucken. Jetzt wechseln wir zu den Racern rüber. Und dann schauen wir uns erstmal natürlich an, was wir da für schöne Gefährten ausgewählt haben. Wunderbar, die Seiten sind getauscht und ja, diesmal sind wir nicht ganz mehr so deutsch-britisch unterwegs. Schon noch ein bisschen, aber es haben sich tatsächlich auch ein Italiener und ein Japaner reingemogelt. Wir gehen es ganz kurz mal durch und zwar ja, von links nach rechts beginnt mit einem McLaren F1, dann ein Nissan GT-R R35, schön mit Whitebody-Kit, ein Porsche 959, ein RS7 und ein GT-C4 Lusso Ferrari, also auf jeden Fall auch eine sehr potente Kombi, würde ich mal sagen. Also an Leistung wird es nicht mangeln in der Runde und ich würde auch sagen, wir verlieren keine Zeit und geben den Cops direkt mal das Signal, dass wir jetzt gleich losfahren und zwar in 3, 2, 1, go! Was? Der Ray fährt keinen Porsche? Nee, es fährt natürlich wieder Andi, der alte Porsche. Ich fahre nie Porsche. CVR-Veteran, ja, ja. Ja, das Ding ist, ich wollte meinen Trend fortsetzen und die Fahrzeuge fahren, die ich am Anfang immer in den ersten CVR-Ausgaben gefahren bin von dem Format. Das war aber der Neufuffmann Rally Raid und mittlerweile sind Geländereifen in diesen CVR-Formaten verboten. Deswegen muss ich halt einen normalen 959 fahren. Oh, das ist ja jetzt ganz bitter. Wobei ich glaube sogar, dass du mit dem normalen besser aufgestellt bist wie mit dem Ready Raid. Der Ready Raid war halt im Winter damals, das war der Vorteil. Ja, ja, klar, dann, klar. Ja. Ich habe viel zu viel auf Dings aufgebaut, auf hier Geschwindigkeit. Also mein Basis-Tuning ist tatsächlich das Tuning aus einer Head-to-Head-Folge.
Ich hab nur die Felgen ein bisschen noch verändert und so weiter und ja, ein paar andere Kleinigkeiten. Aber und Leistung wird es nicht mangeln. Anni, du bist reingefahren, Richard, ne? Ja. Okay, nee, nicht, dass ich den da einfach. Ja, gut. Wenn man mal eine Straße hinterherfährt, ist ja da nicht schlimm. Nur man sollte nicht die ganze Zeit zusammenfahren. Ja. Fällt auch, dass ich jetzt schon verkackt habe, eigentlich. Übrigens schon unterwegs, die Herrschaft. Ja, super. Ich versuche jetzt mal was Verrücktes und fahre direkt wieder ins Festival rein. Mal gucken. Den Gedanken hatte ich gerade auch. Nein, da kommt natürlich schon der Präsident entgegen, verdammt. Ja, cool, okay. Jetzt muss der F1 zeigen, dass er wirklich richtig viel Power hat. Oh Gott, aber ja, du musst nur 24 Minuten überleben. Ja. Komm, Golf, geh weg. Wo bist du denn? Ja, ich hab nochmal einen Kopf hinten dran. Ich fahr jetzt Festivalstraße Richtung Broadway. Und versuche einfach mal, meine krasse Power durchzusetzen. Da ist nochmal irgendein anderes Fahrzeug. Wahrscheinlich nochmal ein Kopf, der mich nicht gesehen hat, zum Glück. Also ich bin jetzt gleich White Horse. Die sind auf jeden Fall an mir dran, also die haben mich schon gefokust. Ja, ja. Also. Hab ich ihn verarscht? Das war knapp. Ich hab einen Spiegel verloren. Es ist rutschig. Also ich hab einen Kopf. Ja, das ist schon wieder vollgeflogen. Ich glaub, ein Kopf hat sogar gerade ein Fahrzeug mitgenommen. Kann das sein, dass gerade jemand einen Ambulance hat verfolgt? Ja. Ich bin in Broadway auf jeden Fall. Also ich war gerade von Ambulance nach Festival, aber der Kopf unter mir ist so weit weg. Also ich hab den Bresi dran und mindestens zwei RS6. Nein, der. Ich glaube noch einen Insignia. Ja. Also ich hab schon die meisten jetzt an der Backe. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich hab dumme Traktor, ich hab 21% in dem Fall. Einen Signe hab ich jetzt hier noch. Das Problem ist, ich hab zwar Power, aber Kurve. Na gut, ich meine, ist klar, wenn du halt ein F1 in das Format reinkriegst, dann kannst du ja nicht überall super gut aufgestellt sein. Aber Power ist halt da. 300 km/h, easy going! Woo! Hoffentlich jetzt kein Verkehr. Ausweichen ist nicht. Oh mein Gott, Andi! Hey, Ray. Ich bin jetzt gleich Kaffee. Das war ein geiles Manöver gerade. Schade. Andi, wo fährst du eigentlich mit deinem Kopf herum? Den habe ich gerade richtig verarscht, der ist weg. Ray, wo fährst du denn von links hin? Ich fahr jetzt nach Emmelseil einfach durch. Übernehm die mal, ich bin direkt hinter dir. Aus der Umbenannten rausgekommen. Ich bin jetzt gerade vorgegangen. Ihr müsst, ich glaube, ich kriege ja auch selbst gut abgegangen mit meiner Speed, glaube ich. Also nee, die haben auf mich gewartet. Er ist gerade im Umbenannten, oder ist vorgegangen? Natürlich trifft er. Ja, ich glaube, Umbenannte kannst du fahren, wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Vom Café Richtung Festival ist schlecht. Ja. Den Weg auch mal zu vorher fahren sind? Ja, ich hab alle. Warte, Richtung Festival rein. Na gut, dann fahr ich mal Richtung Broadway rein. Er ist gerade von euch gerade auf der Serpentine oben unterwegs. Wo oben? Ja, Richtung zur Straße. Ich glaube, ich sehe dich. Ja, das bin ich, ja. Du hast einen Verfolger. Ist aber kein Kopf. Achso, ja. Der ETR so dick, den kann man nicht übersehen. Meine Reifen sind nach der Runde auf jeden Fall tot. So viel wie ich hier rumrutsch. Ja, du hast ja nach wie vor nur die Plumpsklo-Reifen, oder? Nee, Sportreifen, aber die sind trotzdem. Ich bin mit der Verfolgung nicht jetzt wirklich beim gut. Super 7 und fahre unter euch an der Seite. Also es macht Spaß zu fahren, nur wenn du halt wirklich am Limit fahren musst und auf Flucht bist und ja. Ist trotzdem sehr rutschig. Mein Grip an sich ist ja da, also beim Beschleunigen ist echt da, also der hat keinen Wheelspin eigentlich. Selbst wenn es nass ist, kannst du da voll stempeln. Aber die Seitenführungskräfte bei dem sind extrem schwach.
rutscht zur Seite immer extrem weg. 5 Minuten vorbei. Ich bin jetzt mit den Kopf auf der Taxistraße. Nein. Ich bin ja gerade in der Nähe, Broadway. Dann passt mal auf, falls mich die Festung noch. Was mit dem Festival? Bleib auf deiner Spur am besten. Taxistraße habe ich wahrscheinlich 50-60% an mir. Genau jetzt. Moin. Oh nein. Jetzt Goliath raus, also Goliath falsch herum. 90 war's, ne? Ja. Gut, bin raus. Okay, das ist schlecht. Ich bin mal. Ich kann nicht da langfahren. Ah, dann wenn ich sich jetzt neu porten. Darf ja hier langfahren. Einmal kurz. Ich hoffe, ich hab's noch durchgeschafft. Goliath hier gerade hat im Haus, ohne dass mich einer sieht. Oh, der, okay, scheiße. Ich bin doch nicht drin. Nein, als ob da jetzt ein Cop langfährt. What the. Ja, ich habe hier einen Kopf südlich vom Festival im Schottergebiet. Ja, ich bin jetzt wegführen. Gerade im Schotter ist der so schlecht. Ich bin da jetzt eigentlich nur lang gefahren in der Hoffnung, dass mich keiner spottet. Nein, Baum, geh weg! Natürlich irgendwie Baum gestrichen, gestriffen. Alter, das ist, gibt's doch nicht. Oh, da fährt ein Piel durch die Gegend. Hallo, Piel. Ich hab ist ein Kopf in der Festival. Direkt natürlich 6 Schaden. Das muss jetzt regnen. Regen, geh weg. Das brauche ich jetzt nicht. So klar, dass mich da ein Kopf sieht. Ja, okay, der Kopf zieht durch, ich bin fest. Also dieser einzelne Baum und wie so ein Magnet zieht es mich daran. Ich konnte nichts machen. Furchtbar. Egal. Power ist noch trotzdem da. Wo bist du gerade drin? Ich fahr jetzt Festival. Goliath falsch rum. Von Ambleside aus. Hier kommt gleich ein Kopf in die Gegend, glaube ich. Ja, soll nur. Ich habe im Schottergebiet östlich vom Festival, also zwischen Fluss und Festival, doof. Richtung 17 einen Kopf. Richtung fährst du. Weil ich bin auch gerade Richtung diesem also Haushof. Goliath habe ich einen Kopf frontal erwischt. Ja, richtig, ich ihn, nicht er mich. Ja, macht ihm mehr Schaden als dir. Ja, das stimmt wohl, ja. Wobei, ich weiß nicht, wie sich das Fahrzeug jetzt durch Kurven fahren lässt, aber mal gucken. Hallo. Bin halt super langsam gefühlt in den Kurven, aber ich glaube, das täuscht auch, weil der insgesamt so schnell ist. Also das ist nur das Verhältnis, was glaube ich nicht stimmt. Weil wenn ich jetzt so nach hinten gucke. Na gut, okay, der hat auch Schaden gefressen, logischerweise. Oh, da war die Signe, schnell umdrehen. wo kommt der her? Vergiss es mal, hier kriegst du nicht. Das Problem ist, glaube ich, die haben wieder zu viele Verfolgungen. Nein. Insignia beim Kaffee. Und wait, wir sind nicht alle hinterher. Das sind jetzt gerade 3 Cops oben im Serpentinenbereich. Nice, Fiber, bist du der, der raus ist? Nee, ich bin gerade am Dreieck gewesen, da kamen mir gerade 3 Cops entgegen. Ja gut, aber an Andi sind ja auch. Ja, ja, genau, ja, das meine ich. Ich habe ja nur gesagt, dass ich einen getroffen habe und einen Insignia gespottet habe. Da will ich jetzt aber eigentlich nicht hin. Gut ist auf jeden Fall schon mal, dass der Regen jetzt gerade aufgehört hat. Alter, mit Fahrwerkschaden geht hier halt gar nichts mehr. Gucken wir mal, ob da ein Insignia durchfährt. Ich scheine noch mehr Power zu haben als der Audi, immerhin. Ich glaube, die Fokus sind dich jetzt, glaube ich, Andi, weil die 2, die ich getroffen habe, sind nicht in meine Richtung gefahren mehr. Okay, na gut, sollen sie machen. Ja, ich ja, dich ja da nicht kommt was Schnelles. Hey. Wo bist denn du gerade? Kleines Dorf. Richtung Broadway werde ich durchfahren, also Richtung Baustellendreieck. Oh Gott, wir kommen nicht entgegen. Da bin ich auch gerade, aber ja, okay.
Dann nein, ich hab es trotzdem woanders hin. Gerade die Kopf verarscht. Ich werde Richtung Whitehorse abbiegen. Ich werde es versuchen zumindest. Ach ja, der kann sein, die kommen zwei Cops entgegen. Die habe ich gerade verarscht bei diesem Offroad-Weg über Whitehorse. Ach, das warst du, oder was? Ja, das war halt genau die Angst, die ich hatte mit dem 959. Der hat sich so schon nicht geil gefahren. Und wenn der halt noch eine Frontal reinkriegt. Ein Audi. Oder sonst irgendwie, dann mag der das überhaupt nicht. Ne, den wegfahren bringt nichts, ich werde jetzt Koala lagen. Aber ich fahr jetzt Offroad-Gebiet vor. Richtung Goliath, denke ich mal, ne? Ja, ja. Dann dreh ich wieder um. Könntest du aufhören, Videos zu machen, lieber Porsche? Nein! So fahr ich dem auch noch genau rein, Alter. Oh Mann, ich bin so dumm. Ich hätte einfach nach rechts ausweichen müssen. Ah gut, ich glaube, mehr als 100% vorne geht eh nicht. Das ist richtig. Noch 1%, warum kommt mir da auch nicht? Ich fahre jetzt Unbenannte. Ich werde ins Schottergebiet einbiegen. Man merkt halt übelst das Handschaltgetriebe beim F1, ey. Folge irgendwas, aber ich kann es noch nicht sagen, was es ist. Das war ein Double Takedown von dem Audi gegen zwei andere Cops. Holy shit. Not bad. Ins falsche Team, aber not bad. Wollte ich jetzt noch wissen. Ist das unser GTR, den ich da verfolge? Ich bin mir nicht sicher. Wenn du gerade Portrait bist, ja, bist du. Ja. Irgendwie ganz einfach, was ist denn das Orange da vorne? Fahren wir woanders hin. So, Koalala ist mittlerweile frei, denke ich. Ja, ja, ich fahre Festival Richtung Ambleside, ist gleich die Straße. Ja, ich wecke gerade das Team. Weiß, wo ich ihn hin von da. Ja, das ist nix. Ab ins Festival. Kann jetzt mein Todesurteil sein, aber egal. Ich mach mir selber das Leben echt unnötig schwer, ey. Komm. Wieder ein Racer-Kopf gefunden. Komm. Andi, welche Richtung bist du gerade unterwegs? Ich fahre Goliath. Also Festival raus Richtung Goliath. Hört sich gut an. Okay, wie mache ich das weiter? Werde ich Richtung Mühle fahren? Ich werde Richtung Mühle fahren, danach Richtung Koala. Gut, dass ich gerade jetzt in Orange bin. Ja. Ich sehe euch. Okay, ich werde einfach da am Rand warten und dich vorbeifahren lassen. Ja, macht nichts, ich habe gewendet. Fahr weiter, ich habe gewendet. Hallo. Ja, ob's. Okay. Wie sie da alle stehen. Ich hab doch nicht gewendet, ich muss da weiter. Ich hab keine Wahl. Ja, alles gut, ich bin mittlerweile durch. Ich bin mittlerweile Ambleside. Nice. Ich weiß nicht, wie ich da rausgekommen bin, aber irgendwie bin ich da rausgekommen. Du warst ja am Kaffee, bin ich so rumgeschlichen und die stehen da halt alle vorne an der Kreuzung. So, hallo. Aber muss sagen, die haben Disziplin. Sie sind weiterhin auf dich gegangen, nicht auf mich. Ich glaub, der Eckmotor ist auch leichter als mit dem Motor. Das macht Ahnung. Wenig Unterschied. Was mich halt wundert. Vor allem, wenn du bedenkst, wie kurz der F1 da hinten ist, ist es eigentlich auch schon ein Heckmotor mehr wie ein Mittelmotor. Wir hatten am Anfang auch den Nissan, also mich in der Verfolgungsjagd gehabt, aber warum die so schnell nachgelassen haben. Ja, ich glaube, irgendwie die haben zu viel auf einmal irgendwie gemacht. Oh, das ist der S7, hallo. Das hast du, oder? Ja, ich hab einen R7 am Arsch. Was? Ey, ich hab voll die leuchtende Signalfarbe, oder welche Farbe habe ich bei euch? Du hast ein Rot bei mir. Okay, meiner ist orange, aber okay. Achso, orange kann auch sein. Ja, nee. Kann ja sein, dass das eine andere Farbe, die ihr seht oder so. Boah, ich kann keine Kurven übelst auffallen. Die kriege ich auch nicht ohne Fremdeinwirkung, schon nicht.
Mal Richtung. Also ich werde die Straße zum Festival hochfahren, werde aber versuchen, in den Schotterweg einzubiegen, östlich vom Festival. Ich werde jetzt ein bisschen Gole durch. Versucht das halt nur zu strecken, so lang wie es geht. Ja, ist ja alles easy. Andi, wo bist du gerade? Easy ist das sicher nicht. Ja doch, Andi? Für mich schon. Ja, cool. Also, relativ, ja. Ich liege auch ab und zu neben der Straße, aber... Also ich bin jetzt im Schottergebiet östlich vom Festival. Was, wenn du mich da rüberschiebst, mein Freund. Mit ja, raus ist ja bis jetzt nur einer, ne? Ja. Ja. Okay, bisher ist immer gut dabei. Lol, der Kopf hat sich selber auf den Baum rausgeschossen. Okay. Wenn das so ist, drehe ich mir wieder um. Ja, okay. Aber ich kann die gerade ganz gut halten, dass die nicht alle an mir dran sind, zumindest. Also da ist halt immer so einer, der ein bisschen rumwurschtelt, aber. Ja. Mehr als drei sind es gerade zumindest eigentlich nie. Aber mein Wagen ist halt auch so tot, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich hier. Zeitliche Segne. Ich kann ein paar abnehmen. Schon. Ja, gut, ich sag dazu mal nichts. Ich hab den SRS gerade gegen Baum fahren sehen. Das ist okay. Was macht Darum er denn am Baum? Ja, frag mal Andi, was er mit ihm gemacht hat. Ich denke, ja, ich wollte halt eine Straße fahren, die er nicht fahren wollte. Ich bin an 3 quasi nicht so eingebogen, wie er es haben wollte, sondern erst die Einfahrt danach. Ja, dieser Offroad-Weg, wo du rausgekommen bist, da ist er gegen Baum geklatscht. Ich sehe halt einfach dich rausschießen, dann 2 Kopf und auch das ist ein SLS. Warum folgt er nicht? Oh nein, warum seid ihr hier? Ich fahre ja direkt zu euch. Ich muss hier mal kurz wenden. Ich weiß nicht. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Ich sehe tatsächlich Andi in dieser Runde eine Menge. Ja, ich habe die komplette Kopfkolonne gerade vor mir gesehen. Grade. Und ich stehe da so in so einem kleinen Schotterpissweg südlich vom Festival. Und denke nur so, okay, hier bin ich voll verloren. Weg hier. Ja, jetzt sind halt ein paar mehr an mir dran. Aber die schieben mich. Das ist nett. Ja, Freund und Helfer, ne? Auch ja. In Großbritannien. Ja, dann fahren wir hier runter. Das ist auch kein Problem. Warum ist das so schnell? Ich vertraue gerade mehr auf mein Glück als auf den Porsche. Wenn ich eine Kurve fahre. Naja, das ist ein bisschen laut auf. Ja gut, du hast mit Abstand das älteste Fabrikat jetzt heute. Ja, mit Abstand weiß ich jetzt nicht. Ja doch schon. Der F1 ist eigentlich schon eine komplett neue Dekade. Ja, na gut. Ich würde schwer vermuten, wenn schon der Ferrari oder der Nissan müssten die neuen sein. Oder Audi 2015, 2014 rum ist, glaube ich. In 2017. Oh, der war nicht schön. War, glaube ich, der 2017. Der war überhaupt nicht schön hier. Ich meine, in der Runde davor haben wir ja auch... Haben wir da überhaupt was Älteres gehabt? Hab schon wieder vergessen. Eigentlich nicht, ne? Also ich glaube, der F1 und der 959 sind schon die... Eine Runde davor. Ne, wir hatten Exige. Ja, ne, das war alles aus dem 21. Jahrhundert. Ja. Deswegen ist nur der F1 in der 959 quasi. Nein, warum? Ich guck, dass ich bis zu Overtime gestretched krieg. Das wäre schon eine Ausnahme für sich. Eine Minute musst du nur noch durchhalten, tatsächlich. Wo bist du eigentlich gerade, Andi? Wer wird ein? Bitte. Jetzt bin ich Koala da, Richtung Kohlert. Ey, ich fahre die Hälfte der Runde nur auf meinen Hinterrädern. Warte mal, ich kann nur noch eins verraten. Jetzt war ich Unbenannte. Also wenn du Goliath fährst, dann komme ich dir entgegen. Nee, ich fahre Unbenannte gerade. Vielleicht Koala, Mann. Ja, da durchzukommen war wichtig. Ja, vorne, Achtung.
10 Sekunden. Füllung im Kopf. Overtime, jetzt. Okay. Wait, du hast keinen Kopf hinter dir. Das kann ich bestätigen. Naja, ich weiß nicht, ob aber das ich hatte gerade einen Kopf. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt in der Verfolgung aufnimmt nein, oder nicht. Hast du nicht, weil ich bin hinter dir. Ich bin ja gerade an dir vorbeigefahren. Du hast keinen hinter dir. Ja, der Kopf ist aber gerade gewendet. Der ist faktisch an mir dran. Darf ich sagen, ob er an dir dran ist oder nicht? Das sehe ich, dass er dran ist. Ist okay. Das müsst ihr mir nicht erzählen. Wenn er zum Zeitpunkt der Overtime mich streift, danach wendet und mich verfolgt, heißt es, er verfolgt mich. Komm, anfahren. Was hab ich gerade Drehzahl, Drehzahl. Komm, Turbo, mach was. Wow, was war das denn jetzt für ein Leck? Turbo, ach, come on. Ich war doch eigentlich schon vorbei. Was. Komm. Ist nur da rausgekommen, der Chef. Das hält nicht lange, aber... Andi, wo bist du? Ich bin raus. Ah, super. Na dann, gebe ich mal Vollgas. Vorgarten war ich. Nein. Aber die habe ich gut in Mitleidenschaft gezogen. Vorgarten war es so, okay. Dass ich die Verfolgung so lange mache, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dass ich jetzt noch in die Overtime gekommen bin, frage ich mich jetzt auch gerade, wie das passieren konnte. Aber das war jetzt halt... Scheiß Passant hat geleckt. Das war ein bisschen doof. Sonst hätte ich ihn vielleicht sogar schon loswerden können. Die werden jetzt halt sehr schnell da mir entgegenfahren, aber ist mir egal, das Risiko gehe ich ein. Also ein Kopf ist schon raus, scheint, dass er geportet hat. Und jetzt stehen die. War da was? Come on, Mauer, so bremst sie so aus. Ja, das wird halt kacke, das hat mich jetzt halt... Ja, und das sind natürlich Bäume. Na, egal. Beiden Minuten. Die scheiß Mauern, ey! Die bremsen so hardcore aus, ich kann nichts machen. Das Auto ist so leicht. Ja, das haben sie mich. Wow. Oder auch nicht, weil sie mich befragen. Naja, das ist so eine Rotze, ey. Diese Kackmauern. Das war's mit raus. Ey, das ist so lächerlich einfach nur, wie viel Glück die jetzt gehabt haben. Diese Mauern, also die zerstörbaren Mauern, haben mich einfach so komplett auf Null jedes Mal ausgebremst. Und ich konnte halt leider nicht ausweichen. Das war immer so ein bisschen das Problem. Naja, egal. Das war jetzt halt einfach Pech. Naja, gut. So ist es halt. Dann haben sie jetzt halt doch nochmal einen bekommen, aber ja. Was soll man sagen? Ich glaube, unterhaltsam war es allemal. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Einschalten. Checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.